Der Espresso-Kurs Oberflächennahe Geothermie erklärt anschaulich die Funktionsweisen einer Wärmepumpe und der verschiedenen geothermischen Anlagen: Erdwärmesonde, Erdwärmekollektor, Luftwärmepumpe, Grundwasserbrunnen und Energiepfähle. Mit einer Kilowattstunde Strom, die die Wärmepumpe benötigt, gewinnen die Anlagen 3 bis 6 Kilowattstunden Wärme. Zudem geht es in dem Kurs um die staatlichen Fördermittel für geothermische Anlagen, die 2020 noch einmal angestiegen sind, und um den langfristigen Kostenvergleich zwischen einer Erdwärmeheizung und einer Erdgasheizung. Am Ende des Kurses wissen Sie, geothermische Anlagen lohnen sich nicht nur fürs Klima, sondern auch fürs eigene Portemonnaie. Viel Spaß!